Hallo, liebe Moviepiloten. Ich bin heute vor einer Kamera gesprungen und habe ein Video gemacht zu Saw X oder auch Saw 10. Das Video habe ich schon fast fertig geschnitten. Und dann kriege ich eine Notification, dass Loki Season 2 einen Trailer hat. Kurz vor Feierabend. Das ist mein Leben. Das ist irgendwie mein Leben. Deswegen das Saw-Video kriegt ihr morgen. Ich muss jetzt über Loki sprechen, weil Loki Season 2, okay. Was ich von der Nummer halte, das verrate ich euch jetzt. Und ja, hier kann es zu Spoilern kommen, was Loki Season 1 angeht. Und das MCU im Allgemeinen, aber in erster Linie Loki. Ja, das, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Ich glaube, damit wurden alle Disclaimer disclaimed. Legen wir los. Okay, es sieht so aus, als hätten wir tatsächlich wieder ein gutes Marvel-Projekt. Ist das nicht witzig, dass ich das jetzt so sagen muss? Wie häufig war das früher der Fall? Neuer Marvel-Trailer. Oh, wir sind alle gehypt. Oh, wie geht das weiter? Oh, Thanos hat einen Handschuh. Das ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Leute fragen mich immer, Eve, wo bleibt dein Secret Invasion-Video? Und ich sage, wo bleiben die Leute, die diese Serie gucken? Wirklich. Ich meine, guckt keiner. Muss ich einfach sagen, niemand guckt Secret Invasion. Ich meine, ich habe selber so mit einem Auge noch, ah, okay, krass. Die reden schon wieder und sitzen. Und sitzen schon wieder und reden. Why in God's name would Gravik want to blow up his own people? So you are responsible for all this? Yes, Fury. Oh my God, who the hell cares? Ja, und Rhodey war... Rhodey war... Scrawl halt nach Civil War, wie blöd. Das, der beste Freund von Iron Man hat nicht geheult, das war eine grüne... Er hat so vorgetäuscht, als wären seine Beine kaputt, als es... Ganze Avengers-Dingsbums in die Luft geht. Ach, wie doof ist das denn? Ganz egal. Loki Season 2, reden wir darüber. Weil das ist die eine Show, wo Marvel von Anfang an gesagt hat, keine Post-Credit-Scene, zack, Post-Credit-Scene ist, es gibt eine Season 2. Wir haben wirklich Vertrauen in diese Serie. Und ich mochte Loki damals total gerne. Es war nicht meine Lieblings-Marvel-Show, sag ich ganz ehrlich. Hawkeye, WandaVision, die beiden mag ich mehr. Aber ich mochte den Look am meisten. Ich mochte das Konzept so gerne von Loki. Die Idee, dass wir diesen Trickster haben, den Bad Guy aus Avengers, der wird von im Grunde genommen der Man in Black, die irgendwie mit Zeit zu tun haben, geschnappt und dann muss er einen anderen Loki schnappen. Ich finde das geil und es hatte so einen Wes Anderson-Touch und Tom Hiddleston ist so gut in der Rolle und seine Chemie mit Owen Wilson ist phänomenal. Und dann war es irgendwann die Sylvie-Show und ich... This isn't about you. War nicht das, worauf ich mich eingelassen habe? Okay, aber es war immer noch eine gute Serie und es ging aus mit Jonathan Majors als Nicht-Kang, als Variante von Kang, den wir nicht Kang nennen, weil Kang war in Ant-Man 3 und Ant-Man 3 liebt niemand. Das war die einzig positive Review. Ganz egal! Wir wussten nicht, ob Jonathan Majors zu sehen sein wird nach allem, was gerade so mit ihm abgeht, aber wir sehen ihn tatsächlich im Trailer in einer Szene, die wir bereits gesehen haben in Ant-Man 3. Wurde sein Auftritt gekürzt? Vielleicht, vielleicht nicht, ich habe keine Ahnung. Aber okay, ich sag's direkt, dieser Trailer gibt mir das Gefühl, zumindest das Gefühl von dem, was ich mir von Season 1 erhofft habe. Und zwar, wir haben erstmal richtig viel Owen Wilson, Tom Hiddleston Dynamik, Mobius und Loki, wie sie ermitteln. Und Loki ist ja am Ende von Season 1 zurückgekehrt in seine Timeline, aber es war ja nicht seine Timeline, weil Mobius kannte ihn nicht mehr. Und es sieht so aus, als wenn er jetzt sowas wie Time-Skipping macht. Das heißt, er verschwindet immer und taucht woanders auf. Manchmal vor diesen Inflatable-Arm-Dingern. Ihr wisst schon, das, was man mir früher unterstellt hat, dass ich so moderiere. Ja, genau das! Und die haben Ki Hui Kwan bekommen aus Everything Everywhere All at Once. Marvel, ihr seid diabolisch. So nach dem Motto, ja, dieser Multiversumsfilm, der 10.000 Mal besser ist als alles, was wir je mit dem Multiversum gemacht haben. Pff, ruft ihn an, er hat jetzt einen Oscar. Der muss in unsere Multiversumshow rein. Aber fuck it, dieser kurze Gag mit ihm im Trailer war schon, ja, der war super. Der hatte sogar den Touch von Everything Everywhere All at Once, muss ich sagen. Und diesmal scheinen wir komplett auszuflippen mit diesem Konzept. Das ist das, was mir gefehlt hat. Wir sehen Loki in unterschiedlichen Zeitebenen. Sogar sein Dresscode ist anders. Wir sehen sogar Sylvie mit McDonald's-Klamotten oder zumindest Fastfood-Ketten-Zeugs. Und ich will genau das sehen. Ich will, dass man einfach nur Banane ist damit. Und gleichzeitig warnt man vor diesem Multiversumskrieg, weil alles wird jetzt irgendwie miteinander verschmelzen. Renslayer war, glaube ich, ihr Name, die er herausgefunden hat, dass die Timekeeper nicht das sind, was sie dachte, was sie sind, weil sie hat ja quasi Roboter angebetet und dabei ist es ja
nicht Kang. Und sie ist tatsächlich, wir sehen sie in diesem, in dieser lila Welt. Ihr wisst schon, wo das Rauchmonster aus Lost war. Mann, kann ich mir guten Namen merken aus der ersten Season. Nichtsdestotrotz, ich find's cool, dass wir mit den Charakteren weitermachen. Das sollte eine Season 2 auch machen. Die Figuren nehmen, die eingeführt wurden in Season 1, sie ein bisschen besser weitererzählen. Genau das haben wir hier. Loki und Sylvie. Es sieht zumindest im Trailer aus, als würde Sylvie auch ein bisschen mehr Edge kriegen und nicht einfach nur generische Version von Loki sein, die die Show stiehlt. Nein, das sieht tatsächlich mehr nach Loki aus. Und es gibt ja diese eine Sequenz, die wir hatten am Ende von Ant-Man 3 in der Post-Credits-Szene, die auch besser aussah als Ant-Man 3, weil es eine Szene aus Loki Season 2 war, wo Loki Mobius das erste Mal eine Variante von Kang zeigt und sagt, das ist der Typ, das ist die Gefahr, den müssen wir aufhalten. Und jetzt dieses MIB-mäßige Szenario zu haben, komplett frei zu drehen, und das mit Lokis Fähigkeiten. Und ich mag die Arroganz von ihm, die so ein bisschen wieder zu sehen ist. Wenn Sylvie sagt, wir sind keine Götter. Und er, doch, sind wir. Und auch wenn dieser eine Typ da eingeschüchtert wird und der zig Versionen von sich macht. Und er sich geil findet. Das war das, was ich an Loki mochte. Ich mochte nicht, Loki ist traurig und weint die ganze Zeit und sagt, Sylvie, du bist so wundervoll und ich bin eigentlich doof. Das will ich nicht von Loki sehen. Ich will, dass sich Loki verhält wie Loki. Der Trailer gibt mir das, gibt mir auch genügend Slapstick-Humor, der aber so ein bisschen subversiv ist und nicht das typische Marvel-Ding, sondern passt in dieses Loki-Szenario. Wir haben den Trickster, den God of Mischief, der jetzt diese ultimative Ordnung so ein bisschen zerbricht und gleichzeitig gegen den Typen antreten muss, der für noch mehr Chaos sorgt. Und klingt das nicht toll? Ich finde, es klingt toll. Dann noch ein bisschen Mobius-Action mit rein und gute Dynamik, gute Dialoge, wahnsinnige visuelle, einfach Bilder, die mich... Visuelle Bilder. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Ja, weil es gibt auch unvisuelle Bilder. Wahnsinnige Visuals, die mir tatsächlich gut gefallen. Und ich kann sagen, nach Ewigkeiten, abgesehen von Guardians of the Galaxy Volume 3, ist das ein Marvel-Projekt, wo ich sage, ja, bitte sei gut, bitte sei das, was der Trailer verspricht. Keine falsche Marketingkampagne und ich werde Woche für Woche darüber reden. Versprochen. Es darf mich nicht zu Tode langweilen, darf es nicht. Aber der Trailer sieht erstmal super aus. Das sind meine Gedanken. Ich bin hyped. Ich werde darüber reden. Jetzt frage ich euch, seid ihr überhaupt noch hyped auf Loki? Oder ist euch das mittlerweile allen scheißegal? Weil ehrlich gesagt, ich verstehe es. Mir ist 90% von diesem Zeugs auch mittlerweile scheißegal. Aber I'm not proud of this. Wenn mich was catcht, catcht mich was. Und ich will auch happy sein. Ich bin happy. Ich bin happy mit dem Trailer. Seid ihr happy? Seid ihr nicht happy? All das interessiert mich. Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.